In diesem letzten Beitrag hier im Saal geht es jetzt mal nur um tatsächliche Produkte. Ich habe dieses Jahr mal gesagt, es ist, glaube ich, sinnvoll, mal auch sowas zu machen, ein bisschen darauf hinzuweisen, was es jetzt alles inzwischen gibt. Weil wer vor 4 Jahren das letzte Mal da war, der hat tatsächlich eine ganze Menge Neues jetzt zu sehen. Wir waren ja nicht untätig und da ist eine Menge passiert. Und während es vor ein paar Jahren noch überschaubar war in Sachen Verstärker, was man dann so wählt im Colette-System, CMC6, CMC6XT, damals gab es noch batteriebetrieben, aber dann war es das auch schon, ist es heute eine relativ große Auswahl. Und da wollte ich ein bisschen drauf kommen, wann wendet man was am besten an, was sind die Eigenschaften, was sind die Unterschiede, was sind die Pros und Cons. Das heißt, bei mir geht es um die verschiedenen Verstärker und dann gibt es am Schluss natürlich auch den Blick in die Zukunft mit dem zukünftigen kommenden Digitalverstärker CMD42. Das ist mal eine Übersicht über unsere analogen Colette-Verstärker, die heute schon existieren, mit dem klassischen CMC6-Stäbchenverstärker, seiner XT-Version und dann den ganzen verschiedenen CMC1-Versionen. Mit dem heutigen Tag sind es schon 5 verschiedene Versionen, auf die ich ein bisschen eingehen will. Ja, ich fange mal an mit dem klassischen CMC6. Das ist immer noch der bekannteste und beliebteste Verstärker. Ganz einfach, weil er ja die Probleme am besten löst und ihn jeder kennt. Hat er noch die Daseinsberechtigung heute, wo es so viele unterschiedliche Modelle gibt, die ihn teilweise, was die Performance angeht, sogar überflügeln? Ja, natürlich erstens mal allein von der Hardware her, vom Handling. Es ist einfach gut, wenn man was in der Hand hat, was man ordentlich aufhängen kann. Wer nicht klein sein muss, der ist mit einem größeren Mikrofon immer besser bedient, weil es praktischer zu bedienen ist. Man kann es auf eine elastische Halterung tun oder auf ein Stativ etc. Außerdem zeichnet den CMC6 natürlich aus, und das ist immer noch die Besonderheit hier, auch bei der Schöpfschaltung, dass es voll symmetrisch elektrisch gebaut ist, von der Kapsel bis zum Ausgang. Und das führt auch dazu, dass hier auch die Verzerrungen zum Beispiel minimal sind. Was außerdem noch besonders ist, seit langer Zeit schon, ist, dass der CMC6 eine ganze Reihe von verschiedenen Phantomspeisungsspannungen ohne jeden Kompromiss akzeptiert. Das ist also wirklich was Besonderes, weil er da die Fähigkeit hat zu erkennen, was für eine Phantomspeisung liegt an und dementsprechend auch die Leistung zu korrigieren, sodass dann so Leistungswerte wie der maximale Schalldruck konstant bleiben. Der CMC6 ist jetzt schon seit vielen Jahren auf dem Markt und heißt CMC6. Das heißt aber nicht, dass das dasselbe dahinter ist. Ich glaube, die erste CMC6-Version gab es Anfang der 90er schon. Seitdem ist natürlich viel passiert, was unter der Haube ist. Wir sind da immer ein bisschen schlecht bei Schöps, das zu vermarkten, was wir alles im Hintergrund machen. Deshalb ist es immer ganz irreführend, wenn man jetzt so Gebrauchtanzeigen auch sieht, CMC6, es ist ganz entscheidend, aus welchem Jahr der ist. Es gab dann im Laufe der Zeit neue, moderne Technik, irgendwann SMD-Technik. Im Jahr 2009 dann schließlich kam der große Wechsel zum HF-sicheren CMC6 mit dem HF-Filter drin, der heute unverzichtbar ist in der Anwendung mit Funktechnik und erkennbar an dem goldenen Plättchen im Ausgang. Ja, im Laufe der Zeit gab es natürlich auch alle Farben und auch dieses Chroma-Green, was man hier sieht, ist inzwischen eigentlich schon fast eine Standardfarbe geworden bei uns, sei es jetzt beim Richtrohr, beim CMC6 mit Zubehör oder beim B5D sogar. Anscheinend freut sich diese Chroma-Key-Anwendung großer Beliebtheit. Die XT-Version ist nicht ganz so bekannt und trotzdem hat sie ihren Stellenwert, weil sie durch Filter im Verstärker dafür sorgt,
dass der Frequenzgang der Kapsel auch überhalb 20 kHz noch eben ist. Die Anwendung ist ganz klar, High Sample Rates für Toningenieure, die dort ja Audio-Content haben wollen, zwischen 20 und 40 kHz. Besonders natürlich dann, wenn diese Inhalte später in den hörbaren Bereich transformiert werden. Und das ist beim Runterpitchen, also bei Anwendung im Sounddesign, der Fall. Man kann sich streiten, ob man es ohne Runterpitchen hört oder braucht, aber in dem Fall, dass man es dann runterpitcht, das heißt mit halber, viertelter oder ein Achtel der Geschwindigkeit später abspielt, da ist es keine Frage mehr, dass es mitten im hörbaren Bereich landet. Und da spielt übrigens dann auch die Dynamik eine große Rolle, etwas, was vorher vielleicht nur versteckt oder gar nicht in den Katalogdaten war, wird jetzt auf einmal für jedermann hörbar, nämlich wie hoch das Grundrauschen überhalb 20 kHz. Und da ist der CMC6 auch ganz gut. Noch besser ist allerdings da ganz deutlich der Digitalverstärker CMD42. Ja, kommen wir zum CMC1. Was zeichnet den CMC1 aus? Das ist natürlich zuallererst mal die Größe. Das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal hier. Jede Menge Anwendungen verlangen hier nach der kleinsten machbaren Größe. Und da ist natürlich der CMC1 prädestiniert. Aber er hat nicht nur die Eigenschaft, dass er hier klein ist, sondern er ist auch durch die moderne Elektronik, die wir da realisiert haben, dem CMC6 sogar in einigen Dingen voraus. Bei der Stromaufnahme zum Beispiel, da ist es sehr wichtig, nicht nur für batteriebetriebene Geräte, dass er jetzt nur noch 2 mA verbraucht. Trotzdem kann er eine größere Dynamik erreichen mit einem maximalen Schalldruck von 135 dB SPL an der MK4. Was in der praktischen Anwendung manchmal eines der wesentlichen Merkmale ist, der CMC1 ist der beste Verstärker, wenn es darauf ankommt, Störungen durch HF zu unterdrücken. Da haben wir wirklich im Laufe der Jahre so viel Erfahrung gekriegt durch Feedback aller Arten von Funkgeräten und Störungen auf der HF-Seite, dass wir hier optimieren konnten, und der CMC1 ist tatsächlich da der Verstärker, den man an jegliche digitale Drahtlos-Technik anschließen kann und die Probleme los ist. Wie es so ist, gerade bei uns, wir sind ja sehr verspielt, was die Produktentwicklung angeht. Wir haben ja sehr viel Feedback bekommen von den Kunden, was die verschiedenen Anwendungen geht. Facebook ist da ganz schlimm, weil eine Idee von jeglicher Seite der Welt ist sofort bei uns und wir unterhalten uns sofort in der Mittagspause. Können wir das denn nicht auch machen? Und noch schlimmer ist es, wir haben auch einen 3D-Drucker. Das heißt, es kann schon sein, dass am nächsten Tag schon ein Prototyp auf dem Tisch steht. Da sind immer alle ganz angefixt. Und so ist es heute passiert, dass wir nicht weniger als 5 Produktvarianten vom CMC1 schon auf dem Markt haben. Und es stellt sich heraus, dass die alle 5 ganz sinnvoll sind für die verschiedenen Anwendungen. Der CMC1U war der erste und ist natürlich auch der Klassiker, weil er hier direkt kompatibel zum XLR-Stecker ist, der immer und überall vorhanden ist. Man sieht hier oben, die Schrauben im CMC1U, das ist die Stelle, wo der Stecker befestigt ist. Das heißt, dieses Mikrofon besteht zu über der Hälfte aus Stecker. Trotzdem ist es natürlich so klein, wie es geht mit XLR-Stecker und wesentlich kleiner als der CMC6. Das heißt, sehr praktisch in der Anwendung und mit Kapsel sieht das dann so aus. Wie schon erwähnt, der RFI-Shield, die HF-Unterdrückung ist hier optimal im Vergleich aller unserer Verstärker, und es gab auch ganz kurz nach dem Verkaufsstart in 2019 war das schon jede Menge Zubehör, weil natürlich auf der Film-Tonmeister-Seite das ein ganz wichtiges Produkt ist. Wir wissen seit jeher, dass die modulare Colette-Serie
immer schon das beliebteste Produkt bei uns war und auch immer bleiben wird. Die Modularität ist einfach hier das entscheidende Merkmal. Deshalb hat es die CCM-Serie nie geschafft, die Colette-Serie da zu übertrumpfen. Hier zwei Tischanwendungen. Und dann kommen wir schon zur nächsten Version. Es liegt auf der Hand, wenn der Stecker so groß ist, was macht man? Man reduziert die Größe des Steckers. Das war bei uns jetzt keine große Entwicklung, weil wir ja mit dem CCM-System schon ein System auf dem Markt haben, das diese Steckernorm hier verwendet. Und so ist dieses Fußstück eigentlich identisch mit dem CCM. Das Mikrofon ist jetzt deutlich kleiner geworden, dadurch, dass der Steckerpart dieses Mikrofons nicht mehr dieselbe Größe einnimmt. Und so schaut es dann aus in Zusammenhang mit der Kapsel. Das ist nochmal der Größenvergleich. Hier in blassrosa habe ich mal den Vergleich zum CCM-Mikrofon gemacht. Das könnt ihr euch auch draußen auf dem Stand anschauen. Das sind noch 1-2 Millimeter Unterschied, aber es ist quasi genauso groß. Der Vorteil ist natürlich auch beim CMC1L sofort da. Es ist nicht nur kompatibel mit dem kompletten Zubehör der Colette-Serie, sondern auch mit dem kompletten Zubehör der CCM-Serie. Das heißt, ich kann es überall mit allem kombinieren, sei es ein Cut, sei es ein RC, RL, KC etc. Und es gibt natürlich auch dadurch, dass die CCM-Serie denselben Stecker verwendet, schon von Haus aus ab Tag 1 die ganzen Zubehörteile von anderen Firmen, so wie hier die Minix oder die OSIX. Auch hier wieder stellt sich als entscheidend raus, dass der CMC1 hier in Sachen HF-Unterdrückung super zusammenspielt mit den digitalen Funkstrecken. Die Anwendung Filmton ist wegen der geringen Größe natürlich auf der Hand liegend, aber auch im Musikbereich, auch im Bereich auf der Bühne bei Klassik oder bei PA, sieht man immer mehr das CMC1L, weil es halt hier auch schön ist, wenn es im sichtbaren Bereich kleiner wird. Der Nachteil dabei, wie beim CCM-System auch, das Kabel ist ein proprietäres Kabel von diesem kleinen Lemo-Stecker auf einen XLR-Stecker. Ich weiß nicht, wer es schon mal probiert hat, aber es ist ziemlich ekelhaft, den selber zu löten. Das heißt, hier ist ein bisschen wieder der Nachteil, dass man nicht im groben Standard XLR ist. Dann kommen wir schon zur nächsten Version, das ist die CMC1SO-Version. Das war so eine typische Facebook-Spielerei, die dann aber nach einem kleinen Hinweis mit 150 Likes sofort zur Produktideen geworden ist. Das ist jetzt hier so eine klassische Plant-Mic-Anwendung. Dieses Mikrofon hat diesen kleinen Schwanenhals, um es direkt an den Taschensender zu befestigen und dann noch die Kapsel auszurichten. Und so findet sich es hier im Auto bei Filmaufnahmen wieder unter der Sonnenblende oder irgendwo, wo es versteckt werden muss, sei es im Blumentopf oder irgendwo um die Ecke schauend. Hier ist natürlich ein ganz großer Vorteil, dass der CMC1 ebenfalls mit vielen Phantomspeisungsarten betreibbar ist und dass es immer mehr und mehr Taschensender gibt, die auch Phantomspeisung rausgeben. Dann kommen wir schon zur nächsten Version. Es liegt auf der Hand, wer unser KC-Kabel kennt, weiß, dass es eines der kleinsten Realisierungen eines MK-Mikrofons in der Vergangenheit war, dadurch, dass man hier die Elektronik abgesetzt hat. Und ebenso ist es jetzt beim CMC1K, dadurch, dass man ganz auf den Stecker verzichtet und nur noch diesen kleinen 8 mm Stutzen hat, hat man praktisch nur noch die Elektronik und kann das Mikrofon trotzdem noch mit der kleinen 8 mm Klammer fassen. Die Anwendung von diesem Verstärker ist eher im Bereich Abhängen von Mikrofonen oder auch als Plant Mic im Filmbereich. Und das ist jetzt die jüngste Version, die quasi heute präsentiert wird. Die Webseite ist seit einer Stunde online.
Das ist die CMC1-KV-Version. Es ist tatsächlich auch was, was wir seit Jahren hören von Kunden und immer gesagt haben, das ist gar nicht so einfach, aber zu gegebener Zeit werden wir es machen. Jetzt haben wir es geschafft. Da ist das seitlich abgehende Kabel, führt natürlich dazu, dass ich es wesentlich näher an der Decke oder an der Wand jetzt befestigen kann. Und das realisiert diese Version und wird dadurch zum inklusive Kabel und inklusive Stecker kürzesten Verstärker von Schöps. Jetzt mag man natürlich denken, was bringt es, wenn es so kurz ist an der Wand? Ich kann es ja immer noch nicht doll befestigen. Was brauche ich jetzt da? Doppelseitiges Klebeband wird es nicht tun. Und da haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Und zwar ist diese Version hinten magnetisch. Das heißt, ich habe da hinten einen magnetischen Edelstahl-Rückdeckel und mit einem Magneten, den man jetzt einfach aus dem Baumarkt kaufen kann und der auch jetzt am Anfang dem Produkt beilegt, kann man das Mikrofon einfach an ein magnetisches Bauteil hinheften oder man holt sich hier so einen magnetischen, so eine Suction Cup, wie heißt es auf Deutsch, so ein Saugdings mit Magnet, wie man es bei der Seife kennt, und beppt das Mikrofon einfach irgendwo hin, sei es an ein Fenster oder woanders. Man kann es auch im 180-Grad-Winkel dann verwenden. Das ist ganz praktisch, und gerade die, die innerhalb kürzester Zeit ein Mikrofon zu verkabeln haben, beim Filmton ist es ja sehr oft der Fall, die wissen das gerade sehr zu schätzen. Wir haben da einen großen Beta-Test angefangen mit Usern, die ich da im Internet gesucht habe. Die wissen es sehr zu schätzen, dass es schnell geht, dass es direkt am Taschensender betrieben werden kann. Und ja, dass es eigentlich auch in den schwierigsten Aufnahmesituationen möglich macht, einen Kleinmembranmikrofon einzusetzen. Und da gehen wir immer mehr hin beim Filmton. Für uns ist das natürlich eine tolle Sache, weil die Möglichkeit, Kompromisse einzugehen, weil ja die Aufnahmesituation schwierig ist, wird immer geringer. Es wird immer größere Qualität erwartet, auch in den widrigsten Aufnahmesituationen. Und so ist es jetzt zum Beispiel im Auto oder in sonstigen mobilen Situationen schon gang und gäbe geworden, Kleinmembrane einzusetzen. Hier sind ein paar Beispiele, wie es am Türstock ist oder diese Winkelteile, die wir da aus 3D-Druckmaterial gebastelt haben, die sorgen dann dafür, dass ich das auch nach unten richten kann, das Mikrofon. Und das macht es ganz flexibel einsetzbar. Hier ein paar Fotos von unseren Beta-Testern. Die klassische Kühlschranksituation darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es um Magnete geht. Wer hier genau hinschaut, der sieht, dass hier im Auto an der Tachoscheibe installiert. In dem Fall ist es so ein kleines Klebepad mit magnetischem Material drauf, was man da so einfach hinkleben kann. Hier sieht man das nochmal an diesem Regal befestigt, und das macht das Ganze sehr flexibel. Auch hier, wie bei anderen CMC1-Versionen auch, ist der Ausgangsstecker variabel. Das muss jetzt nicht das klassische XLR sein. Das Mikrofon ist sogar meist wahrscheinlich in einer Variante besser, wenn es direkt den LEMO-Stecker hat, der auf die beiden erhältlichen Taschensender direkt adaptiert. Das ist so ein LEMO 3-Pin-Stecker, so wie hier im Bild der Saxcom CMT4. Da haben wir sie nochmal im Bild, die beiden phantomspeisungsbereiten Taschensender der Saxcom ZMT4 und der Sound Devices A10. Beide jetzt in dem Bild mit dem SO, aber lässt sich natürlich genauso mit dem KV oder mit einer K-Version verwenden. Soweit zum CMC1. Jetzt will ich noch einen ganz kurzen Ausblick auf den CMD42 machen, weil er hier auch in diese Thematik verschiedene Verstärkeroptionen gehört. Und ich will da ein bisschen einen Weg weisen, welche Version ist denn jetzt sinnvoll,
welche Version brauche ich jetzt für meine Anwendung sicher nicht. Und der CMD42 ist auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass es für manche die ideale Lösung sein könnte, aber für viele wahrscheinlich vielleicht nicht interessant sein wird, weil man muss für dieses Mikrofon wirklich eine Anwendung haben, wo es einem einen Mehrwert bietet. Und wenn es keinen Mehrwert gibt, dann braucht man es auch nicht. Nachteil bei so einem digitalen Mikrofon ist sicherlich, es ist nicht ganz so kompatibel mit aller Welts Equipment, was wir heute vorfinden. Die P48-Schnittstelle ist ja eine der mächtigsten Interfaces heutzutage. Und es ist auch nicht miniaturisierbar so einfach und verbraucht natürlich auch einen Haufen Strom. Hat aber auf der anderen Seite auch Vorteile und es gibt sicherlich eine Reihe von Leuten, die diese Vorteile auch schätzen können. Dazu zählt dieser Mensch hier mit seinem Team, der Simon Hayes, der ist einer unserer Beta-Tester. Unser Beta-Test zieht sich schon über Monate und wird auch noch weitergehen, weil dieses Mikrofon leider aufgrund des fehlenden Prozessors zurzeit nicht herstellbar ist. Also das wird der längste Beta-Test aller Zeiten bei Schöps, aber es ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe die Leute dann auch beim Beta-Test wirklich gefragt, was ist es denn, was entscheidend ist, weil so gut wie alle der Beta-Tester wollen es behalten, das Mikrofon. Das ist einmal die Störimmunität. Also beim Filmset muss man sich auch vorstellen, da geht es am schlimmsten zu, was so die Verlegung der Kabel angeht, was die Existenz von Lichtgerät im Kilovolt-Bereich angeht, was die Existenz von Funk angeht etc. Das heißt, hier kann man sich sicher sein, dass nichts passiert, weil auf eine digitale Strecke kann nichts so einfach einstreuen. Der zweite Punkt war Dynamik. Ist allerdings ein Punkt, wo ich gleich sagen muss, Moment, ein CMC6 und MK4 ist auch nicht so schlecht von der Dynamik, wenn man es richtig macht. Aber ich kann verstehen, dass es hier auch von der Seite der Beta-Tester diesen Punkt gibt und die diesen Punkt erwähnen. Warum, werde ich gleich dazu kommen. Dann die leichte Steuerung, dazu komme ich auch noch. Und zusätzliche Features. Zusätzliche Features sind zum Beispiel, ich kann jeden Filter, den ich mir hier vorstellen kann, im CMD42 natürlich realisieren. Die Filter, die wir da jetzt schon mal implementiert haben, sind zum Beispiel kapselspezifische Filter, zum Beispiel Basskorrektur für Druckgradientenmikrofonen. Wenn ich eine MK41 habe, eine 4, eine 2, haben die danach denselben Bassfrequenzgang oder dasselbe im Höhenbereich. Ich kann zum Beispiel die MK2, 2H, 2S, 2XS elektronisch erzeugen aus einer MK2 oder ich kann Nahbesprechungsfilter einsetzen etc. etc. Cut, Pad, alles klar. Dann haben wir noch andere zusätzliche Features, die nicht so alltäglich sind, zum Beispiel Kapselspeicher. Wir werden in der Zukunft auch Kapseln zur Verfügung haben, die in der Kapsel Informationen gespeichert haben. Wer bin ich? Was für einen Frequenzgang habe ich? Wann wurde ich gefertigt? Und so kann das sehr, sehr einfach direkt im Mikrofon automatisch korrigiert werden. Ich hatte dann am Schluss, da muss man sich mal vorstellen, auf Knopfdruck ein ganzes Orchester mit Mikrofonen derselben Empfindlichkeit und desselben Frequenzgangs, die so gut gematcht sind, wie es niemals ein gematchtes Pair, was aus der Firma kommt, sein kann. Und das hat natürlich seine Anwendung. Abmix ist ein weiteres Feature, was wir auch noch im Mikrofon haben. Dazu zeige ich auch euch gleich noch mehr. Und schließlich die Collect-Kompatibilität brauche ich gar nicht mehr erwähnen. Natürlich, wenn wir was machen, dann ist es kompatibel zur MK-Kapsel und zum Zubehör, das ist ganz klar. Ja, ein kleiner Ausflug in die Dynamik, weil das ein Punkt ist, der oft missverstanden wird, der oft als Argument dagegen, was nicht ganz richtig ist, verwendet wird, der auch oft als Argument dafür verwendet ist, wird, was auch nicht ganz richtig ist. Die Wahrheit ist ein bisschen in der Mitte und deshalb will ich es kurz ein bisschen beschreiben.
Dynamik besteht ja aus dem Grundrauschen und aus dem Clip oben. Alles dazwischen ist meine Dynamik und deshalb schauen wir uns mal erst das Grundrauschen an. Das haben wir hier auf der Y-Achse, den Ersatzgeräuschpegel des Mikrofons. Da ist bis jetzt nur angetragen das blanke Mikrofon. Das blaue ist das digitale Mikrofon bei 12 dBA mit der MK2 in dem Fall. Und das rote ist das analoge Mikrofon, ist sogar ein bisschen unter dem digitalen Mikrofon. Aber es ist hier noch kein Vorverstärker im Spiel. Den brauche ich natürlich, um das Mikrofon verwenden zu können. So ist es erstmal nur an unserer Messapparatur. Jetzt kommt der Vorverstärker ins Spiel. Jeder weiß, wenn ich den Vorverstärker nicht aussteuere, dann rauscht das Ding erstmal. Hier bei 0 dB habe ich ein ordentliches Rauschen vom Vorverstärker. Je mehr Gain ich gebe, desto mehr verschwindet das Rauschen des Vorverstärkers und am Schluss habe ich nur noch das Rauschen der Kapsel und des Mikrofons. Das ist bei diesem Vorverstärker der Fall. Ich habe jetzt hier diesen blauen Typ und ist natürlich jeder Vorverstärker anders. Jetzt haben wir noch einen anderen Vorverstärker gemessen, das ist ein etwas günstigeres Modell. Der rauscht sogar bei 10 dB Gain noch ganz ordentlich. Da sollte man schon mindestens 25 dB Gain geben, dass man hier aus dem Rauschen des Vorverstärkers rauskommt. Und so lande ich dann am Schluss bei einem Rauschen. Ihr seht es ganz oben bei 30, 35 dB Gain vom Vorverstärker bei einem Rauschen der Kette, analoges Mikrofon, Vorverstärker, das ganz ähnlich ist zum digitalen Mikrofon. Also hier habe ich nichts verloren, hier habe ich nichts gewonnen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Dynamik besteht nicht nur aus dem Grundrauschen, sondern auch aus dem maximalen Schalldruckpegel. Den schauen wir uns jetzt an. Da haben wir hier das analoge Mikrofon mit der MK2 CMC6 bei 130 dB SPL und das digitale Mikrofon ist sogar bei 134 dB SPL. Da hat es einen Vorteil, das digitale Mikrofon, weil ich brauche hier nicht die Leistung im Ausgang, ich muss hier nicht irrsinnige Spannungen erzeugen, sondern ich kann es direkt auf den AD-Wandler matchen. Der AD-Wandler ist ein sehr, sehr guter, den wird er verwenden und so schaffen wir es hier, diesen großen maximalen Schalldruck zu machen. Aber sind wir ehrlich, da oben tut sich ja nicht so viel in dem Bereich 130 bis 134 dB SPL. Das heißt, das ist kein entscheidendes Verkaufsargument. Entscheidender wird eher, was passiert, wenn man jetzt sich anschaut, wann ist der analoge Mikrofonverstärker hier noch mit im Spiel. Es ist klar, je mehr Gain ich hier gebe bei dem Vorverstärker, desto früher klippt das System. Und bei diesem Typ blau ist es so, ich kann bis zu 20 dB Gain geben, danach komme ich immer mehr und früher ins Klippen. Auch wieder bei dem anderen Typ, bei dem lila Typ hier, ist es ein bisschen unterschiedlich, da komme ich schon bei 15 dB Gain ins Klippen. Das heißt, jetzt hat man gesehen, Grundrauschen verhält sich so, maximaler Schalldruck verhält sich so, Dynamik besteht aus der Differenz der beiden Dinge. Das heißt, wie ist es jetzt, wenn ich die beiden Dinge zusammen habe, so wie es ja im täglichen Leben der Fall ist. Da habe ich 122 dB im Fall des digitalen Mikrofons, 119 dB im theoretischen Fall des nackten Mikrofons. Und hier mit dem blauen Mikrofonvorverstärker komme ich auf diese Kurve. Das heißt, ich erreiche eigentlich nur bei 15 bis 20 dB Gain annähernd die Dynamik der anderen Mikrofone und sonst bin ich wesentlich schlechter. Bei diesem Typ schaut es noch schlechter aus, da ist es fast nur im Bereich 15 dBA eigentlich so, dass ich annähernd von derselben Dynamik sprechen kann. Was heißt das hier? Das heißt, dass ich schon durch geeignete Bedienung des Vorverstärkers dafür sorgen kann, dass mein analoges System genauso gut oder fast so gut ist wie das digitale Mikrofon. Aber ich muss es geeignet bedienen. Ich muss wirklich genau das Gain einstellen,
was genau zu meiner Anwendung passt. Das heißt, es ist eigentlich nicht so sehr das Argument, super tolle Dynamik, super tolles Grundrauschen, was ich hier für digitale Mikrofone ins Feld führe, sondern es ist eher eine Bedienungssache. Ich kann hier auf das genaue Einstellen des Mikrofonverstärkers verzichten und ich habe auf jeden Fall zuverlässig ein perfektes Signal. Das ist übrigens auch auf eine zweite Art und Weise sehr leicht möglich und da bin ich absoluter Fan von. Es gibt natürlich auch mehrstufige Mikrofonvorverstärker AD-Geräte. Die haben 2, 3, 4 Verstärkerstufen. Das sind dann praktisch ist so vorstellbar, wie wenn dieser blaue oder lila Bereich jeweils verschoben nebeneinander verwendet wird. Und dann sieht man, es ist überall dieselbe große Dynamik verfügbar. Die müssen dann zwar aktiv umgeschaltet werden nach dem Gain-Ranging-Prinzip, aber ich habe überall eine große Dynamik zur Verfügung und da ist dann wirklich kaum mehr ein Qualitätsunterschied zum digitalen Mikrofon da. Also auch das muss man sagen. So viel zur Dynamik. Der Punkt Kapselspeicher, ich habe es schon erwähnt, so schaut der Kapselspeicher aus, den man da ins Mikrofon einbauen kann. Wie gesagt, das ist noch nicht Realität, wir haben hier leider sehr viel Zeit. Das ist ein Beispiel für den Upmix. Wir haben ja seit einiger Zeit ein Upmix-Plugin auf dem Markt. Über Plugin Alliance ist das erhältlich. Der Mono-Upmix hier zusammen mit Illusonic. Und dieser Upmix ist ein ganz lustiges Tool, weil er dazu führt, dass eine Monoquelle sehr leicht in eine stereophone Umgebung eingebunden werden kann. Ich kann künstlich den Diffusschall nach links und rechts verteilen und kriege so ein ganz angenehmes Bild. Das ist auch im digitalen Mikrofon schon enthalten. Ich kann es dann anschalten und im Zweifel verwenden. Und so zum Beispiel so eine Mischung von einer Monoquelle, die sehr starken Pegel haben muss, lässt sich so sehr schön einbinden. Das sind ein paar technische Daten zum digitalen Mikrofon. Hier sieht man zum Beispiel die relativ geringe normale Stromaufnahme bei 120 mA. Es gibt unterschiedliche Modi, das haben wir deswegen gemacht, damit wir es erstens von der Performance her mit der CPU schaffen und zweitens auch eine sehr geringe Latenz realisieren können. Bei der geringen Latenz sind dann halt nicht alle Features vorhanden. Wichtig auch zu erwähnen, dass wir nativ im Mikrofon hier bis zu 192 kHz unterstützen. Das heißt ohne Upsampling, das macht die Clock vom AD-Wandler direkt im Mikrofon selber. Und wie schon vorher erwähnt, das CMD42 ist nochmal ein Stück besser als das CMD6 XT, was das Grundrauschen zwischen 20 und 50 kHz angeht. Die XT-Filter sind ja bereits im CMD42 enthalten. Das heißt, ich kann auf Knopfdruck dafür sorgen, dass eine MK4 oder eine MK2 bis über 40 kHz wiedergibt. Ich kann das Ganze danach mit ein Achtel der Geschwindigkeit abspielen und habe ein relativ anständiges Grundrauschen und noch dazu einen guten Sound von dem Mikrofon. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Das stellen jetzt gerade einige Beta-Tester fest. So viel zu den technischen Daten. Hier noch zur Bedienung. Es gibt bei uns die Philosophie, dass wir jetzt keine Interfaces extra dafür auf den Markt werfen werden. Wir sind ja auch nicht der Meinung, dass das Gerät mit aller Gewalt in jeder Anwendung verwendet werden muss. Es muss Sinn haben, es muss in den Workflow passen. Im Augenblick passt es perfekt in den Workflow beim Filmbereich, weil hier die mobilen Rekorder diese Schnittstelle bereits haben. Und das war ja jetzt auch beim Beta-Test so. Ich brauchte jetzt nicht extra Leute zu überzeugen, steigt um auf ein System. Ich habe denen einfach ein Mikrofon geschickt und die haben es angeschlossen an ihren Recorder im Menü auf AS42 gestellt und es hat gespielt. Das ist eigentlich so, wie ich es mir vorstelle, weil es auch immer in Zusammenhang mit analogen Mikrofonen natürlich verwendet werden wird.
Das sind ein paar der Geräte. Hier ist die digitale Funkstrecke sogar, die AS42 unterstützt. Das sind ein paar Geräte, die AS42 unterstützen. Auf der Studioseite schaut es schon wieder gar nicht so gut aus, was da AS42 unterstützt heutzutage. Das Gerät auf der linken Seite gibt es schon gar nicht mehr. Das war das letzte seiner Art, was noch mehrkanalig AS42 unterstützt hat, neben den mobilen Rekordern. Das heißt, im großen Konzertbereich kann ich es noch gar nicht empfehlen, hier digitale Mikrofone anzuwenden in größerer Stückzahl. Wenn es nur um weniger Kanäle geht, dann tut es natürlich auch unser kleiner Speiseadapter. Der macht ein AS3-Signal draus oder auch ein analoges aus dem kleinen Kasten. Ja, was jetzt natürlich das Entscheidende ist bei einem digitalen Mikrofon, wo ein System scheitern oder funktionieren kann, ist seine Steuerung. Und es macht sehr viel Spaß, ein Mikrofon zu steuern, wenn es nicht so kompliziert ist. Und so ist es so, dass wir uns beim digitalen Mikrofon überlegt haben, wir wollen auf keinen Fall eine Interface-Kiste machen, weil wir können nicht im Ernst den Kunden sagen, es ist jetzt einfacher, ein Mikrofon zu bedienen, ihr müsst euch nur eine zusätzliche Kiste kaufen. Das macht keinen Sinn. Und so haben wir uns überlegt, ja, das Mikrofon hat ja bereits einen Sensor eingebaut und das Sensor ist das Mikrofon, ne, die Kapsel. Und deshalb hört das Mikrofon immer zu und hört einfach, ob irgendwann mal ein Steuersignal kommt. Und das Steuersignal ist akustisch. Die Erzeugung dieses akustischen Steuersignals ist ganz einfach. Dafür gibt es eine App. Man kann natürlich auch einen ganz normalen WAV-Player verwenden, wenn man immer nur ein Setting hat. Aber hier in der App wird dieses Steuersignal dann live erzeugt. Ich steuere jetzt Seriennummer XY an, aber ich will natürlich auch nicht, dass alle Mikrofone gleichzeitig reagieren, sondern ich sage hier einfach, welches Mikrofon ich verwende und dann drücke ich auf Play. Wo kommt es denn raus? Hier irgendwo, gell? Habt ihr es gehört? Okay, also das ist dann so ein altmodisches Modemgeräusch, was dann abgegeben wird und dann stellt sich das Mikrofon um. Die App ist einfach installiert, kostenlos und verlangt nicht viel Einarbeitung. Ja, wir werden im Beta-Test notgedrungen noch ein bisschen weitermachen und immer wieder neue Leute auch akzeptieren können. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr auch großes Interesse habt. Das war's zur großen Vielfalt, aber am Schluss ist dann doch einfacher, als man denkt, der neuen Verstärker hier bei Schöps. Dann danke ich euch.